B2.3. Zeigen Sie rechnerisch, dass das Volumen V der Pyramide PNQ in ANM in Abhängigkeit von x wie folgt darstellen lässt. Volumen ist minus 3,90x² plus 23,38x³ cm. Und wir haben noch ein Teilergebnis, PNN, n sind 1,67x. Okay, Volumen berechnen. Gehen wir vielleicht erstmal die Formelsammlung suchen. Das ist das Volumen der Pyramide. Pyramide habe ich hier auf Seite 10. Und da haben wir die Volumenformel, ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. So, wir brauchen das Volumen der Pyramide PNQNRNM, also das Grüne, was wir im Prinzip eingezeichnet haben, nur in Abhängigkeit von x. Stellen wir es mal allgemein auf. Volumen ist gleich ein Drittel mal. So, die Grundfläche ist jetzt ein Dreieck, nämlich das Dreieck PNQNRN. Wie berechnen wir den Flächeninhalt eines Dreiecks? Da gibt es zwei Formeln, nämlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe und 1/2 mal Seite mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Gibt noch eine dritte, die funktioniert auch nur im Koordinatensystem, haben wir nicht, deswegen können wir die weglassen, die Determinante. So, ja, Dreieck findet man auch natürlich in der Formelsammlung, Flächeninhalt vom Dreieck, 1/2 mal C mal HC, also Grundseite mal Höhe, und 1/2 mal Seite, Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Was bringt uns jetzt hier weiter? Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel, da wir keine Winkel kennen, hier in diesem Dreieck PQR, würde ich sagen, die Formel eher nicht benutzen. Führt wahrscheinlich nicht zum Ziel. Na, so. Das heißt, wir schauen uns die oberen an, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Warum? Q1R1, wenn wir das als Grundseite wählen, dann kennen wir nämlich die schon, die ist nämlich 6 cm lang, genauso lang wie BC. Was wir noch brauchen, ist die Höhe davon, das ist die Strecke PNNN. Und die ist jetzt abhängig von x. Und wie man die berechnet, gucken wir uns gleich an. Wir schreiben nochmal das Volumen nochmal ordentlich auf. Ein Drittel mal, 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite haben wir die QNRN mal die Höhe, das war die NNPN. Das ist kein ordentliches N. So, PN. So, und mal am Schluss nochmal die Höhe. Das ist die Strecke von M nach NN. Ja, die Pyramide zeigt ja nach unten, also in Richtung M, liegt genau senkrecht dazu. Deswegen ist die Strecke MNN die Höhe der Pyramide. So, das haben wir jetzt alles. Gehen wir mal durch. QNRN, wie gesagt, die haben wir schon. Mit 6 cm passt. Die NNPN. Wie kriegt man die? Also, vielleicht erstmal reinzeichnen, wo liegt überhaupt die Strecke x drin. Ich mache es jetzt wieder anhand der Strecke der Pyramide P1, Q1, R1, um es zu verdeutlichen. Ja, aber immer dran denken, man braucht die Strecke x. Das da von G nach N ist die Strecke x. Die liegt also hier drin. So, wie komme ich jetzt auf PNNN? Ich suche mir wieder Dreiecke, aus denen möglichst viel kenne. Ja, zum Beispiel hier dieses Dreieck von P nach N zu G hoch. Da kenne ich nämlich hier, hier ist ein rechter Winkel drin. Ja, P1 NN liegt parallel zu AM, weil diese Ebene, ja, wie heißt es vorher? Ach, zu weit. Da Ebenen, die Grundflächen ABC parallel sind. Ja, also diese Ebene liegt parallel, deswegen liegt auch PNNN parallel zu AM. Damit ist das Ding rechtwinklig. Es funktioniert Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Den Winkel da oben drin kennen wir ja auch schon. Den haben wir vorhin berechnet mit 59,04. Der da. Ja, rechtwinkliges Dreieck. Eine Strecke ist bekannt mit x. Die andere ist nicht bekannt, die wollen wir noch berechnen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel einen Tangens ansetzen. Wir haben hier die Ankathete und Gegenkathete. Würde zum Beispiel Tangens funktionieren. So, zweite Möglichkeit. Ich kenne hier noch ein zweites Dreieck. Und dann sieht man es vielleicht schon, dass das Stichwort parallel ist ja eigentlich schon wieder ganz gut. Parallel bedeutet eigentlich hier, dass man auch wieder den Strahlensatz ansetzen kann. Ja, wir haben ein kleines Dreieck, das blaue, und ein großes Dreieck, das gelbe, das aufeinander abgebildet wird. Wir wissen, AM ist parallel zu PN und damit funktioniert auch der Strahlensatz.
Wenn ich also mit meinen Unbekannten anfange, PNNN zu, also kleines Dreieck zu großes Dreieck, das ist die AM mit 10, die kenne ich schon. Und dann Seite des kleinen Dreiecks, das ist die Strecke GN mit x Zentimeter zum großen Dreieck, das sind 6 Zentimeter. Würde also ebenfalls funktionieren. Ich benutze jetzt den 4-Streckensatz, wie gesagt, welchen man benutzt. Also hier gibt es tatsächlich mehrere Lösungsmöglichkeiten. Also ich fange immer mit meiner Unbekannten an, PN, wie hieß sie, NN. So, die brauche ich. 4-Streckensatz, PNM, nicht M, NN, so. Zu der entsprechenden großen Strecke. Schauen wir uns mal an, das war die AM. Ja, kleines Dreieck zu großem Dreieck ist gleich. Und jetzt wieder kleines Dreieck, das ist die Strecke GN. So. Zum großen Dreieck, das ist die Strecke GM. Jawohl, einsetzen. PN, NN wollen wir ja berechnen, kennt man nicht. So, zu AM waren 10, ist gleich GNNN, das war unser X, und GM sind 6. So, bitte jetzt nicht den Solver einsetzen, weil wir haben ja zwei Unbekannte drin und wollen was in Abhängigkeit von X rausfinden, sondern hier geht es nur durch Umformung. Deswegen fange ich auch mit dem Unbekannten immer an, weil dann die Umformung ziemlich einfach ist, weil ich muss jetzt einfach nur diese 10 hier wegbringen mit einer Multiplikation, also über Kreuz multiplizieren, mal 10 und dann folgt daraus PNNN ist gleich 10x durch 6. Das 10 geteilt durch x kann ich noch in den Taschenrechner eingeben, sind die 1,67x und das ist genau das, was ich hier im Zwischenergebnis stehen habe. Zentimeter. Perfekt. Also, ja, hier habe ich es jetzt andersrum geschrieben, oben beim Volumen. Das ist jetzt mit der Tabelle auch bekannt, 1,67x. Brauchen wir noch zum Schluss die MNN. Aber das ist jetzt auch nicht sonderlich kompliziert, weil die komplette Strecke ist ja 6 cm lang. Oben habe ich das x, also ist die Strecke von m nach n genau 6 minus x cm lang. Und damit habe ich alles für meine Volumenformel. Setze ich es ein. Volumenabhängigkeit von x, können wir noch dazu quetschen, so, ist gleich 1 Drittel mal 1 Halb. Mal QNRN, das waren die 6 cm, Quatsch, die QNRN, das waren die 14 cm. Keine Ahnung, was ich vorhin gesagt habe mit 8 oder weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall jetzt nochmal richtig, QNRN liegen parallel zu BC, sind gleich lang, also 14 cm. So, mal NNPN, haben mit 1,67x. Und zum Schluss nochmal MNN mit 6 minus x so rum. Prima, das gibt jetzt noch, muss man zwar einen Taschenrechner eingeben. Ja, ein Drittel mal 1,5 mal 14 mal 1,67 und dann diese ganze Sums mal den ersten Summanden in der Klammer und dann auch nochmal minus x. Und das ist dann genau das, was oben in der Angabe steht, nämlich minus 3,90. X Quadrat plus 23,38 x Kubikzentimeter. So, das war die Aufgabe. Ja, mehr musste man nicht zeigen.